Hi, wir sind im Stereo in Bielefeld und einige haben es ja mitbekommen, wir haben so eine kleine Anlage aufgebaut und ja, die werden wir jetzt mal zähmen. Spielen tut sie schon und ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Nachher, wenn wir mit dem Zähmen fertig sind oder währenddessen, werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Als Act werden am Samstag Schlachthof Bronx spielen. Wenn ihr den nicht kennt, dann seid ihr totale Loser. Ihr könnt aber euer Loser-Dasein natürlich ein bisschen verbessern, indem ihr einfach mal Google anschmeißt oder YouTube oder Facebook oder was auch immer. Und da zieht ihr euch Schlachthof Bronx ein und dann werdet ihr realisieren, ihr seid Loser, weil ihr den nicht kennt. So einfach ist das. Nein, darüber wollen wir mal gar nicht reden. Aber diesen Samstag da auf der Babo Bus. Und ja, die kommen halt aus dieser Soundsystem-Kultur-Ecke, wo du halt einfach einen riesen Stapel Boxen hinstellst und hast dann eine geile Party. Und ja, genau das haben wir gemacht. Wir haben einfach einen riesen Stapel Bässe hingestellt und da ein paar Boxen draufgestellt und feiern dann hier im Stereo in Bielefeld eine Party. Anlage besteht, einige der ein bisschen sattelfesteren in der Veranstaltungstechnik haben es vielleicht schon erkannt. Wir haben unten drunter haben wir viermal den Void Incubus Sub. Das ist ein Dreifach 21er. Dann haben wir als Unterstützung insgesamt 8 von den Void Nexus XL. Das ist ein Single 21er. Und dann haben wir hier in der Mitte viermal die Void Nexus Q. Das ist ein Vierfach 12er. Wenn man den jetzt erstmal so anguckt und ja, der hat da dahinter eine Lampe. Die gehört da eigentlich nicht hin. Wir machen das ganz gerne. Fragen sich viele mal, wo sind hier die Lautsprecher? Ist gar nicht so schwierig. Der Lautsprecher, der erste sitzt hier. Der zweite sitzt hier hinter, der dritte sitzt hier und der vierte sitzt hier, zeigen jeweils nach außen. Die Magneten sind innen, können lüften, dadurch haben wir kein Problem mit Powerkompression, wie bei sonst so vielen Kickbass-Geschichten. Powerkompression, ganz einfach erklärt, ist, Treiber wird warm, kann deswegen nicht mehr sauber den Ton wiedergeben und ja, klingt dann halt verzerrt, komprimiert. Oben drauf haben wir viermal Emotion. Und ja, also der Standard von Void. Ich hatte überlegt, das Airray hier hinzustellen, das ganz große, das Top vom Incubus-System. Allerdings ist das ein sehr großes, breites Top. Und wenn man das hier draufgestellt hätte, hätte das einfach nicht ausgesehen. So ein bisschen geht es ja auch um die Optik. Und ja, oh, zurück. DJ-Monitor. Kai schließt ihn schon gerade an. DJ-Monitor haben wir. Ach, sind die schick, oder? Wahnsinn. Kai, sag mal, wie schick die sind. Die sind richtig, richtig toll. Toll. Haben wir die Void Airstream. Drei Wege Tops sind das. Wir wandern mal herum. Ich gehe mal ein bisschen näher bei Kai bei. Drei Wege Top. Hier sitzt ein 15er drin. Dahinter sitzt der 12er mit einem 1,5er als Koax. Die 12er und 1,5er Kombination ist die gleiche wie bei der Airvantage. Dann gibt es halt noch den 15er. Und angetrieben wird das Ganze, wie immer bei uns, eine Kombination aus Void und PowerSoft-Endstufen. Hier ist die erste Seite, zweimal V9, eine X8, eine X4. Und dann geht es weiter auf der anderen Seite mit zwei V9, nochmal einer X8 und einer X4 Spare, weil wir leben im Luxus. Und einige werden es entdeckt haben, weil wir total cool und nett sind, versorgen wir die Leute, die hinter der Anlage stehen, nochmal mit zwei R10. Das ist ein Doppelzehner. Top. Nochmal mit ein bisschen Sound. Jo, zu hören gibt es das alles am Samstag. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach darunter schreiben. Und dann versuche ich die zu beantworten. Hi, wie versprochen, das zweite Video. Wir haben es jetzt, keine Ahnung, 4, 5 Stunden, würde ich sagen, nach dem letzten Video. Das Beast ist gezähmt und ich wollte mal ein bisschen was zu den Überlegungen und zu den Einstellungen erzählen. Also die ganze Wand ist mono, also komplett. Und was natürlich passiert ist, wenn man so eine riesige Wand hat, es bildet sich halt eine extreme Power Alley. Ich werde mal bei dem Video jetzt nicht jeden Begriff erklären, weil ich denke, das eher ein Video wird für Leute, die schon so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich haben. Trotzdem, wenn Fragen sind, haut die einfach drunter.
Aber Leute, die regelmäßig meine Videos gucken, sollten eigentlich mit den meisten Begriffen was anfangen. Problem ist, genau, Power Alley. Nachdem ich das Ganze in Phase hatte und von den Pegeln angeglichen hatte, ist das Problem, dass du halt eine extreme Power Alley hast. Dadurch, dass die Location ein bisschen asymmetrisch ist, es ist auch schon spät und wir haben ein paar Bier getrunken, ich bitte es zu verzeihen. Hier kann man das vielleicht so ein bisschen sehen. Hier vorne hört schon die Tanzfläche auf und drüben ist es ein bisschen weiter. Das heißt, hier vorne ist eigentlich alles ganz gut vom Bass her. Dann, wenn wir halt auf die Mitte kommen, wird der Bass extrem stark und hier am Rand ist dann deutlich weniger Bass. Was man jetzt machen kann, ist, dass man die äußeren Subwoofer, also den und den und die da drüber, dass man die delayed. Und dadurch bildet sich im Grunde so ein, wird das Abstrahlverhalten breiter. Das klingt ja erstmal ganz toll, aber wie immer im Ton gibt es nicht nur Vorteile davon, sondern auch Nachteile. Die Nachteile sind, man verliert einfach die sogenannte Attack und dadurch klingt das System einfach ein bisschen unaufgeräumter, langsamer. Damit haben wir ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe mir so ein paar verschiedene Werte habe ich gefunden, die ich dann tatsächlich auch während der Show ändere. Je nachdem, wie voll es ist, arbeite ich da ein bisschen mit. Ich muss aber sagen, dass es mir mit einem sehr geringen Delay außen am besten gefallen hat. Und dadurch wurde es ein bisschen breiter. Was sehr gut funktioniert hat, zu meiner Überraschung, ist, ich trenne die Kickbässe in der Mitte sehr hoch. Bei 150 Hertz fast. Und ich hatte halt große Sorgen, weil die ja räumlich jetzt schon sehr weit voneinander entfernt sind. Das funktioniert sehr gut. Jetzt fragen sich sicher viele, warum hast du denn nicht die Kickbässe, jetzt hör mal auf hier, du Autofokus, die Kickbässe nach da oben gemacht. Der Sinn ist folgender, oder der Grund ist folgender, die strahlen sehr gerichtet ab und die sind jetzt ungefähr, Oberkante von den Kickbässen ist 1,40, die Kante da oben ist 2,11 Meter, 2,12 Meter. Und wenn der Kickbass so hoch ist, dann spürt man den halt nicht mehr so schön am Körper, sondern viel der Energie wird halt über den Körper hinweggeworfen und es haut auf die andere Seite, da wo die Theke ist. Das wollte ich unbedingt verhindern. Deswegen diese ungewöhnliche Aufstellung. Es funktioniert sehr gut. Ich habe da extra mit so ein paar Tracks getestet, die eine sehr, wo die Stimme sehr tief geht. Das ist echt gar kein Problem. Das ist ich bin sehr zufrieden damit. Dann haben wir hier noch ein bisschen Zonenbeschallung oder so. Also hier ist noch so eine Thekenfläche. Das ist die eigentliche Bühne hier. MCT mache ich gleich einmal kurze Übersicht. Und da haben wir noch so zwei Antennen hingestellt, die delayed worden sind, dass sie auf den nach hinten tretenden Schall der 21er, die ja direkt dahinter sind, delayed sind. Das ist hier ein bisschen am Phasen natürlich, kann man sich vorstellen, aber für so eine Zone ist das okay. Das ist ja generell so, bei jedem dieser Posts ist halt irgendjemand dabei, der sagt, ja, funktioniert denn das und funktioniert denn das? Es ist halt ein Unterschied, ob man in einer reellen Situation ist und ein Problem lösen will oder ob man zu Hause am Rechner sitzt und eigentlich relativ wenig irgendwie mit echten Veranstaltungen zu tun hat. Hier wäre jetzt die Sache gewesen, ja, wenn ich jetzt einen in der Mitte aufgestellt hätte, wären die beiden Seiten der, ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten, dann kann man das nicht so besser sehen, wären die beiden Seiten nicht beschallt worden. So habe ich einen schönen Mittelweg, das ist zwar ein bisschen phased, aber generell ist es sehr gut beschallt, es klingt sehr fett und angenehm. Und erfüllt also seinen Zweck einer Anlage, dass möglichst viele Leute möglichst gut hören. Endstufen, wie gesagt, kommen X8, X4 und Void V9 zum Einsatz. Zwei identisch bestückte Racks. Ich mache das immer so, ich teile die, oder wir gehen mal von oben nach unten an der unteren V9. Hängen jeweils zwei der Subs auf 2,66 Periode Schlag mich tot oben. Auf dem oberen hängen dann die Nexus XL mit 4 oben, auf der oberen V9. Auf der X8 hängen auf den ersten vier Kanälen die jeweils zwei Nexus Q und dann jeweils zwei Emotion. Und auf der X4 hängen die zwei R10. Ich teile das immer auf, dass nicht eine X8 den ganzen Bass machen muss und die andere macht nur die Tops, dass wir da ein bisschen gleichmäßige Auslastung haben. Dann haben wir einen
63 Ampere Stromanschluss hier, den wir aufteilen mit unseren Connex-Stromverteilungen. Da haben wir extra Anschlüsse für die V9, die hängen bei uns an 32 Ampere blau. Das heißt auf einer Einzelphase 32 Ampere, weil wenn man viel Strom haben will, muss man auch viel Strom in die Endstufe reinschicken. Ne? Class D kann zwar ein bisschen zaubern, aber die Physik überlisten gerade bei der Art von Musik mit langen Sinustönen geht halt dann auch nicht. Die obere X4 ist aus, die ist spare, falls halt irgendwas ist. Gehen wir wieder zu den Tops. Wir springen so ein bisschen, aber ich denke, ihr könnt noch alle folgen. Bei den Tops ist es so, aufgefächert auf ungefähr 120 Grad. Funktioniert sehr gut. Logisch, dass wir hier bei so einer deutlichen Überschneidung ein bisschen Kammfilter und Phasing haben. Ja, mein Gott. Ich habe mal alle durchgesmartet. Wir haben einen Unterschied der einzelnen Tops. Der höchste war 0,27 Millisekunden. Damit können wir sehr gut leben. Generell klingt der Übergang von den beiden jeweils äußeren Tops sehr harmonisch zueinander. Innen ist halt so ein bisschen, wenn man hin und her wackelt, der geneigte Veranstaltungstechniker würde jetzt 1000 Tode sterben. Es klingt aber sehr gut, es misst sich auch gut, sieht alles sehr ordentlich aus. Was mir sehr gut gefällt, ist, wenn man direkt davor steht, hat man so einen coolen Effekt, dass die Höhen so direkt von oben kommen und der Kick halt und der Bass so von unten, das ist echt schwierig zu beschreiben, aber das war so eins meiner Highlights beim Hören und Einstellen. So, machen wir zum Monitoren. Monitore, die White Air Stream, hängen auch an der X4 hier. Und in dem anderen Video schon erwähnt, 3-Wege-Top, habe ich 2 Einstellungen gespeichert. Einmal Klargangs ohne Delay, das andere mit Delay auf die Hauptanlage. Das ist eigentlich nur eine Einstellung für mich. Wenn das ein DJ haben möchte mit dem vielen Delay, kann er das gerne benutzen. Ich spiele so am liebsten, weil ich habe lieber eine Welle, die auf mich zukommt, als dass ich halt so einen Doppelschlag habe, weil halt eben das Signal aus dem Monitor natürlich viel schneller bei mir ankommt. Da ich nicht auf dem Kopfhörer mixe, ist mir das total egal. Das heißt, ich benutze nur die Monitore zum Mixen. Und dann geht das sehr gut. Monitore spielen so bis 80 Hertz runter. Das hat, sah dann ganz gut aus und hört sich auch gut an. Und das war's dazu. Es gibt bestimmt jede Menge Fragen und Sachen, die ich vergessen habe. Einige fragen sich bestimmt, wie wir das mit dem Licht gemacht haben. Da sind halt einfach so Strahler, die die LJs vom Club sich auf ins Netzwerk hängen können, ins DMX-Netz. Und dann leuchtet das halt hier durch, ne? Toll. Gut, das war ein bisschen längeres Video mit ein paar Überlegungen, wie ich das eingestellt habe und warum ich was gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, tschüss. Hi, wieder im Stereo. Wir haben es jetzt Samstag. Jungs von Schlachthof Bronx bauen schon auf. So ein paar Fragen gekommen, auf die ich eingehen wollte. Fangen wir gleich an. Achso, ich werde jetzt hier nicht, wie ich das sonst mache, jeden einzelnen Fachbegriff erklären. Das ist jetzt ein bisschen ernsthafteres Zeug, da müsst ihr langsam drauf haben, wenn ihr regelmäßig meine Videos guckt. Ansonsten fragt halt einfach nach. Erste Frage, die gekommen ist, warum ich die Kickbässe in die Mitte vom System gepackt habe und nicht nach oben hin, so wie das normalerweise im Soundsystembereich gemacht wird. Unten die Subs, dann die Kickbässe und so weiter und dann nach oben gestapelt. Die Idee ist ganz einfach. Die Nexus Q haben einen relativ engen Abstrahlwinkel, gerade wenn sie jetzt so arrayed sind. Und ich hatte einfach Sorge, die befinden sich jetzt Oberkante, damit ihr es ein bisschen einschätzen könnt, ist hier ungefähr irgendwie 1,40. Oberkante oben ist 2,10. Ich hatte Sorge, dass der Kickbass über die Leute hinweg geht. Ich wollte aber gerne gerade für die erste Reihe den Effekt haben, dass wenn du davor stehst, die Höhen halt von oben kommen, du vielleicht im Break dazu geneigt bist, deine Arme nach oben zu strecken, dann halt ungeschützt bist und dich dann halt der Kickbass wirklich in der Region trifft, wo er dich auch treffen soll. Das heißt, ab der Hüfte aufwärts bis halt zum oberen Teil der Lunge. Das kriegen wir hiermit besser hin, als wenn er so weit oben ist. Das ist der Grund, warum der Kickbass da ist, wo er ist. Die horizontale
horizontale Anordnung im Gegensatz zu letztem Mal habe ich gewählt, damit wir ein bisschen Breite reinkriegen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Der geneigte Veranstaltungstechniker wird jetzt natürlich fragen, hat auch gefragt in den Videos. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ihr die Größe des Floors ein bisschen besser einschätzen könnt. Wie die Verteilung des Basses ist. Weil natürlich macht so ein großes Array eine Power-Alley des Todes. Wie man sehen kann, ist es wirklich nicht viel Distanz. Es sind vielleicht 6 Meter bis zwischen DJ-Pult und Stack. Was man jetzt halt machen kann, ist, man geht hin und delayt jeweils die äußeren Bässe. Ach, Autofokus, lass mich. Und dadurch, dass man die Zeit verzögert hat, wird die Abstrahlung des Basses etwas breiter. Das ist ziemlich geil, ne? Machen wir einfach. Ja, aber wie immer in der Tontechnik hat man halt auch Probleme. Also man gewinnt was. In diesem Falle gewinnt man, dass es breiter abstrahlt. Man verliert aber auch was. Und das ist die Attack und die Auflösung im Bassbereich, wenn man es halt übertreibt. Wenn man eine sehr breite Bühne hat, mit sehr vielen Einzelpositionen, einer Zahnlückenausstellung, kann man relativ gut so einen Virtual Arc, nennt sich das, durchsetzen. Wenn man hier so ein großes Monocluster hat, geht das relativ schwierig. Ja, wird gerade die zweite Runde produziert. Ich hab mit verschiedenen Delay-Werten gearbeitet, habe die abgespeichert für später. Und werde ein bisschen damit rumprobieren. Ich persönlich muss sagen, dass es mir, wenn überhaupt, mit sehr geringen Delay-Werten gefallen hat. Dadurch, dass die Location ein bisschen asymmetrisch ist, das ist jetzt alles auf dem Video nicht ganz so leicht zu sehen. Man sehen kann, hier ist das System direkt schon an der Wand von der Tanzfläche, während wir, wenn wir uns hier umdrehen, ein bisschen mehr Fläche haben. Das ist so ein bisschen der problematische Bereich, wo man es gerne noch ein bisschen mehr Bass hätte. Das gesagt. Wir haben wirklich viel Bass. Ha, welche Überraschung, was? Es kann auch von Vorteil sein, wenn man jetzt das Ganze als mal vom System-Design-Punkt her sieht, dass man Stellen hat, wo vielleicht nicht so viel Bass ist. Oder dass die Leute da trotzdem noch tanzen können. Und solche Überlegungen habe ich im Hinterkopf. Halt Power Alley vielleicht nicht total übertrieben haben, aber auch eventuell trotzdem noch Bereiche haben, wo man nicht so viel Bass hat. Nächster Punkt war die Frage, macht das nicht Kampffilter des Todes hier oben? Oder warum sind die Tops überhaupt so ausgerichtet, wie sie ausgerichtet sind? Das ganze System läuft in Mono. Die beiden äußeren Tops kann man, denke ich, ganz gut sehen. Vielleicht gehen wir mal. Also ich gehe und trage euch sozusagen mit auf die Bühne. Uff. Daran kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr besser erkennen. So, hier sieht man ganz gut, dass das Top halt eben den Bereich macht. Wir sprechen von ungefähr 60 Grad Abstrahlwinkel. Das heißt, der Bereich hier Theke und so ist ganz gut ausgeleuchtet. Die beiden koppeln sehr gut. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, um sowas anzupassen, dass die alle ihren eigenen Amp-Weg haben. Oder ihre eigenen Amp-Wege. Dann kommen die beiden Tops in der Mitte, die wirklich für den Tanzflächen-Sweepspot da sind. Auch das Top geht hier so ein bisschen nach außen. Den Bereich abdecken. Das heißt, im Grunde habe ich Folgendes gebaut. Ich habe zwei Tops rechts und links nach außen gesetzt, die 120 Grad abstrahlen. Jetzt kann man das schwer abschätzen, aber wenn man sich hier hinstellt, also auf dem Video schwer abschätzt, wenn man sich hier hinstellt, hat man ein perfektes Stereo-Dreieck, ha, wenn es Stereo wäre, zu den beiden Tops. Das heißt, der Kampffilter verhält sich eigentlich in allen Bereichen, ist kaum vorhanden und kein Problem. Ich habe mit mehreren Mikros gemessen und habe einen Unterschied wo das eine Top anfängt zu wirken, das andere aufhört, von maximal 0,2 Millisekunden. Und die einzige Stelle, wo ich halt ein bisschen Kampffilter-Action habe, ist am Ende der Tanzfläche, weil sich da die beiden Tops doch dann relativ stark überlagern. Im Gegensatz dazu wollte ich halt diesen Effekt aber auch haben, dass es halt hier vorne man auch richtig viel hören kann, deswegen auch die relativ starke Winklung im Gegensatz zu den Tops. Ich bin damit sehr zufrieden, das funktioniert echt gut. Einen Punkt wollte ich noch beim DJ-Monitoring ansprechen, der ist nicht gefragt worden, sondern kam irgendwie trotzdem aber irgendwie so zur Sprache. Ich habe zwei Einstellungen fürs DJ-Monitoring, einmal ohne jedes Delay und einmal das DJ-Monitoring delayed auf die Front. Das kann der Künstler selber entscheiden, wie er das haben möchte. Und die Idee dahinter ist, je nachdem, wie man seine Kopfhörer benutzt oder es gewohnt ist, kann beides
gut oder schlecht sein. Viele DJs mixen halt sehr viel auf dem Kopfhörer, dann darf überhaupt kein Delay drauf sein oder so wenig wie nur irgendwie möglich. Wenn man tatsächlich die Monitore so als hier in dem Fall dann schon Delay-Linie benutzt für sich, macht natürlich ein Delay darauf Sinn. Das war der zweite Teil vom Tech Talk. Wir werden jetzt Soundcheck machen mit den Schlachthof-Brunks-Jungs und gucken mal, was das so gibt. Mal einmal gerade ein Bild noch vom Setup. Ding 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 ding